Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du den Millionaires Mod auf der neuesten Minecraft-Version installieren kannst. Das Ganze natürlich wie immer für Windows und Mac gleichzeitig. Genau, was macht dieser Mod erstmal? Du kannst hier oben links klicken, dann kommst du nämlich zum Ende dieses Videos. Da gibt es auch noch einen kleinen Ingame-Part, was der Mod überhaupt macht. Oder du hörst mir jetzt einfach ein bisschen zu, während ich schon mal auf die Seite des Mods gehe. Der Link ist in der Beschreibung. Dieser Mod fügt nämlich NPCs hinzu, aber nicht nur diese stinknormalen, die es sowieso schon gibt, sondern viel komplexere. Die bauen auch wirklich ihr Dorf, wenn du mit ihnen handelst. Also du kannst mit ihnen natürlich Handel treiben. Und wenn die dann alle Rohstoffe zusammen haben für ihr Projekt, dann bauen die auch ihr eigenes Dorf weiter und werden mehr, also bekommen Nachwuchs dann auch in der Nacht. All sowas. Guck dir den Ingame-Part hier in diesem Video mal an. Da erkläre ich das Ganze auch nochmal. Gut, aber wir installieren diesen Mod ja jetzt erstmal. Das heißt, es gibt zwei Methoden, entweder mit diesem Installer normalen oder per Hand. Ich sage, wir machen das per Hand, denn da weiß man, was man gemacht hat und es ist auch nicht so anfällig für irgendwelche Fehler. Genau. Wir installieren diesen Mod, wir brauchen auch noch Forge, aber dazu nachher nochmal mehr. Klicken wir einfach auf diesen Mod. Übrigens, nochmal kurz zur Anmerkung, ich mache das gerade für Minecraft Version 1.3.2 vor. Das wird aber auch 1.4 oder 1.5 genauso sein. Wenn nicht, dann werde ich einfach ein neues Video machen, wie das ja auch. Das ist auch schon mein zweites Video über den Mod, weil sich vorher die Installation geändert hatte. Genau, einfach darauf gehen, wo du das runterlädst und dann steht hier in der Mitte, wenn du gewartet hast, Download File. Da kannst du draufklicken und dann fängt das Ganze auch schon an runterzuladen. Ja, jetzt kannst du eigentlich deinen Browser zumachen, außer das Video. Und du hast hier so eine ZIP-Datei dann, die du dir runtergeladen hast, kannst du auf deinen Desktop machen oder wo immer du das hinhaben willst. Und diese ZIP-Datei musst du entpacken. So, auf Mac ist es ganz einfach, man klickt einfach mit Doppelklick drauf. Auf Windows gibt es da manchmal Probleme mit. Da würde ich dir raten, das zum Beispiel mit WinRAR zu öffnen. Link ist in der Beschreibung, das heißt einfach WinRAR runterladen, ist kostenlos. Hier öffnen mitsagen und dann WinRAR auswählen. Genau. Wir klicken auf diese ZIP-Datei drauf, dann entpackt sich das Ganze. So. Und wir haben hier einen Ordner, da gehen wir rein. Und hier sind verschiedene Dateien. Da ein paar Textdateien und einen Ordner, der heißt Put in Mods Folder. Genau. Jetzt gehen wir in unserem Minecraft-Ordner. Wie du den Minecraft-Ordner findest, siehst du auch nochmal hier oben rechts, falls du das nicht weißt, wenn das dein erster Mod ist. Sonst gehe ich jetzt einfach mal dahin und du kannst da auch hingehen. Sonst mein Video angucken, wie du dahin findest für Minecraft-Ordner. Und wenn du in diesem Minecraft-Ordner drin bist, dann siehst du, bei mir sieht das schon vielleicht ein bisschen anders aus bei dir, wie bei dir, denn ich habe Minecraft Forge installiert. Diesen Mod, also Minecraft Forge, brauchst du für den Millionaires Mod. Das macht die Installation des Mods einfach einfacher. Überhaupt. Du brauchst diesen Mod, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, du installierst Forge. Ich habe die Installation von Forge jetzt aus diesem Video ausgegliedert, da Forge öfters die Art und Weise, wie es installiert wird, ändert. Und das wäre dann einfach doof, das ganze Video nochmal neu zu machen. Deshalb guck dir einfach diesen Forge-Video an, wie du Minecraft Forge installierst. Das siehst du hier links, habe ich auch gemacht, jetzt eben gerade. Kannst du dir angucken und dann siehst du, wie du das Ganze hier hast, wie bei mir aussieht. Du brauchst nämlich Forge, das ist kein Ding, geht relativ schnell, um diesen Mod, den Millionaires Mod, zum Laufen zu bringen. Also Forge installieren und dann hier zu diesem Video zurückkehren. Denn jetzt machen wir weiter, wie wir den Millionaires Mod installieren. Genau, du hast jetzt Forge installiert, was ja Voraussetzung ist. Und dann hast du hier einen Ordner, der heißt Mods, wenn du Minecraft einmal gestartet hast. Er stellt sich dir automatisch. Hier ist ein Ordner, der heißt Mods. Wenn es ihn nicht gibt, dann kannst du ihn auch einfach neu machen. Dann schreibst da Mods rein oder sowas. Aber bei uns gibt es den ja hier schon. So, da gehst du einfach rein in diesen Mods-Ordner und ziehst alles, was hier in diesem runtergeladenen Millionaires-Mod-Datei ist, ziehst alles, was dort drin ist, also in diesem Put-in-Mods-Folder-Ordner, ziehst du in deinen Mods-Ordner. Genau. Jo, einfach hier rüberziehen. Ich habe jetzt zumindest Kopieren gemacht, das heißt hier Command C und hier Command V oder kannst auch Rechtsklick kopieren machen und hier einfügen. Hauptsache, das Ganze kommt in deinen Mods-Ordner, den du ja durch Forge jetzt erstellt bekommen hast eigentlich. Genau, und wenn du hier drin bist, hast du noch eine Datei. Jetzt zeige ich das nochmal vielleicht, wie du den Mod auf Deutsch bekommst, weil normalerweise ist der auf Englisch. Wir gehen einfach in diesen Millionaire-Custom rein in den Ordner und hier ist eine Config-Custom-Textdatei. Die können wir jetzt auf Mac ganz einfach mit draufklicken öffnen. Auf Windows geht das mit Notepad++ oder sowas oder anderen Textprogrammen. Da solltest du auch eins haben. Also hat ja jeder, der eine Textdatei öffnen kann.
So, und hier sehen wir ein bisschen Text drin dann in dieser config-custom.text. Gut, was machen wir jetzt damit? Wir sehen hier einen Punkt in diesem ganzen Gewaber, der sollte language gleich fr heißen. So, den kopieren wir uns einfach mal, das heißt draufklicken, String C oder Command C auf Mac und kopieren uns den hier unten irgendwo rein oder kannst auch abtippen. Nur wichtig, keine Fehler dürfen drin sein. So, und hier schreibst du jetzt einfach hinter das Gleichzeichen DE. Fertig ist das Ganze. Das heißt, da muss jetzt stehen Language gleich DE. Das sicherst du mit Ablage sichern oder einfach Command S oder String S und dann ist das Ganze auch schon auf Deutsch. Jo, so einfach ist das Ganze. Der Mod ist installiert. Ja, wie gesagt, diesen Meta-Inf-Ordner solltest du ja schon bei der Installation von Forge gelöscht haben. Habe ich da in dem Video auch schon angeschnitten. Und deshalb gehen wir jetzt in-game und dann zeige ich dir, was der Bot so alles drauf hat. So, Minecraft hat sie gestartet. Ich denke mal, was das Spiel hier sagt, ist vielleicht auch nicht so ganz falsch. Kannst du dir mal vielleicht zu Herzen nehmen, wenn dir das Video gefallen hat und du auf dem Laufenden bleiben willst in Sachen Minecraft-Mods und Co. Sonst vielleicht auch nochmal auf meinem Kanal gucken. Was ich nochmal sagen möchte, bevor ich jetzt in Game gehe und eine neue Welt erstelle, ist, dass wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, guck dir das Video doch einfach nochmal genauer an. Manche Stellen sind echt ein bisschen schwierig. Bei mir funktioniert es auch nicht immer so beim ersten Rutsch. Man braucht einfach manchmal mehrere Installationen. Wir machen eine neue Welt, das heißt Create New World. Sagen hier Creative, damit wir schnell alles erkunden können und gucken können, ob es geht. Und als Name können wir mal, wie heißt der Mod? Ach, so ein komischer französischer Name, den ich nicht aussprechen kann. Dann M für Millionaires Mod. Gut, wir gehen einfach rein. Jetzt bildet es schon die neue Welt. Was kann ich in der Zeit sagen? Eigentlich nur, dass es noch mehr Mod-Tutorials auf meinem Kanal gibt. Aber sonst müsste das Ganze jetzt auch eigentlich schon fertig geladen sein. Texture Packs kannst du jetzt übrigens jetzt wieder nachher installieren. Also für alle Windows-Leute. Die wurden nämlich überschrieben. So, und hier sind wir auch schon in-game. Wir sind irgendwo im Wald hier gespawnt, aber okay. Unten links sehen wir jetzt schon, dass da schon eine Nachricht steht. Wir sollen M drücken, um die Geschichte zu sehen. Das können wir machen, dann sehen wir hier sowas. Das sollte es auch machen, wenn alles funktioniert hat. Da steht auch nochmal ein bisschen was. Kann man immer noch was Schönes erfahren. Oder bei den Leuten auch nochmal kaufen nachher. Auch nochmal ein bisschen mit der Geschichte. Oder wir drücken V und dann sehen wir, wo das nächste Dorf ist. Jetzt steht hier in näherer Umgebung keins gefunden, das ist ein bisschen scheiße. Da muss man jetzt ganz schön lange manchmal suchen, manchmal spawnt es allerdings auch schon direkt vor einem. Ich würde sagen, ich skippe das hier mal kurz, bis ich eins gefunden habe. So, mir wurde es jetzt auch ein bisschen zu doof, ich habe mir jetzt einfach eine neue Welt gemacht. Und wenn ich hier aber auf V drücke, sieht man, dass hier schon gleich eine in der Nähe liegt, 70 Meter. Hier haben wir es schon, das sind schon die ersten Gebäude dieser Stadt. Hier haben wir zum Beispiel so eine Baumplantage angepflanzt. Hier haben sie ein Schaf und eine Hütte und ja, hier noch ein paar andere Hütten. Es gibt, wie gesagt, ganz viele verschiedene Kulturen. Das sehen wir auch, wenn wir auf M drücken. Indische, japanische und die bauen alle anders. Das ist jetzt hier nur eine von denen. Also nicht wundern, wenn ihr zum Beispiel eine ganz andere findet, zum Beispiel. Ja. Wir gehen mal zum Haupthaus. Das ist immer das, wo wir hingeführt werden, wenn wir V drücken. Das müsste das hier sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Hier in diesem Haupthaus, wenn wir da reingehen, steht da auch schon Tili Galtvi sagt jetzt, ich komme schon, HMG. Und ja, mit dem können wir dann handeln. Dazu gleich nochmal was. Erstmal über diese allgemeinen Informationen von dem Dorf. Die stehen immer hier an so Tafeln. Wie groß ist dieses Dorf? Also die Bevölkerung. Haben wir jetzt hier 7 Erwachsene, das heißt 4/3, also 4 Männer, 3 Frauen oder umgekehrt. Jugendliche 0 und Kinder auch 0. Zum Beispiel in der Nacht werden es dann auch manchmal, wenn die gut versorgt sind, mehr Kinder, dann wächst die Bevölkerung. Und ja, es werden sozusagen mehr Arbeitskräfte und die sind produktiver. Militär, was die da so für Stärken haben im Krieg. Die Dorfkarte, also wie viele Gebäude schon gebaut sind, jetzt 6 Gebäude. Und als Projekt immer, was sie als nächstes bauen wollen. Das ist auch immer ganz wichtig. Zum Beispiel steht da manchmal Bäckerei oder irgendwas anderes. Und ja, dieses, wenn ihr das sozusagen unterstützen wollt, könnt ihr denen die Rohstoffe dazu geben, das ist, was sie brauchen. Wenn nämlich die das gebaut haben, zum Beispiel die Bäckerei oder sowas, können die auch an dich Brot verkaufen und du kannst mehr mit denen sozusagen handeln. Und das Ganze wird ein bisschen interessanter dann sozusagen. Deshalb ist es ganz gut, die auch mal zu unterstützen. Nämlich, damit die das bauen können, steht immer hier, was sie brauchen für das jetzige Projekt. Zum Beispiel Eichenholz haben sie jetzt 0 von 55 oder sie brauchen auch Holz für Bretter, haben sie schon 7 von 33.
So, momentan ist nichts im Bau, das werden wir jetzt mal ändern. Wir gehen zum Beispiel zu dem Verkäufer, der mir was verkaufen will, machen einen Rechtsklick drauf. So, jetzt hier oben sehen wir, was wir kaufen können und unten, was wir verkaufen können. Wir können natürlich nur das verkaufen, was wir auch haben, und die können nur das verkaufen, was sie auch haben. Und wir können auch nur was kaufen, wenn wir Geld haben. Geld bekommen wir natürlich, wenn wir was verkaufen, zum Beispiel dieses Holz hier. Einfach draufklicken, dann wurde das verkauft, und anstatt dieses Holz haben wir jetzt hier unten drin einen Dinar, weil es stand ja da auch, das kann man für einen D, also einen Dinar verkaufen. So, wir können jetzt hier auch so einen Cobblestone verkaufen, alles gut, haben wir jetzt zwei Dinar. Und zum Beispiel, dieses Volk ist immer auch unterschiedlich, verkauft wir zum Beispiel ganz billig, das ist selten, 17 Holz für 2 Taler, das ist ein guter Preis. Gibt es natürlich auch von Volk zu Volk Unterschiede, so, und je nachdem auch, wie gut entwickelt sie sind, was sie halt haben. So, die sagen jetzt hier, sie wollen Eichenholz haben. Das heißt, ich hole mir jetzt mal welches, damit ich mal anfange zu bauen. Das hier ist, meine ich doch, Eichenholz. Nehmen das, klick auf den drauf, verkaufen das ganze Eichenholz. Und dann sehen wir auch schon hier unten. Na, so haben wir alles verkauft hier. Ich habe jetzt sogar hier ein Silbertaler und 2 Dinar. Und kann zum Beispiel von denen auch hier so ein Ding kaufen. Da steht noch ein bisschen Text drin. Oder auch andere Sachen, die sie auf Lager haben. Manche Sachen zum Beispiel, so einen Apfel haben sie gerade nicht auf Lager. So, und wenn wir das gemacht haben, huch, jetzt fängt schon eine hier an, da steht schon Bau dabei, der hat jetzt die Rohstoffe geholt. Und wenn wir hier auf dieses Projekt gucken, sehen wir, dass schon was im Bau ist. 0% gebaut, aber das wird sich auch gleich ändern. So, wir haben jetzt das Geld, können es natürlich auch bei anderen Völkern ausgeben, brauchen jetzt natürlich nicht bei dem Volk ausgeben oder sowas. Aber, ja, okay, hier können wir ein bisschen zugucken, wie er das baut. Das, denke ich, skippe ich nochmal kurz, dann kann ich das gleich nochmal kurz. So, und du kannst sehen, der Typ hat jetzt hier alles weggehackt und fängt hier auch schon an zu bauen. Alles super, das brauchen wir jetzt nicht hier weiter vertiefen, das, denke ich, ist klar. Und du kannst natürlich auch selber sehen, wenn du diesen Mod installiert hast. Okay, ja, auch so ein alter Typ hier, alles okay. Das war's, denke ich mal, schon mit dem Tutorial. Du hast am Anfang gesehen, wie man es installiert. Auf jeden Fall ein lohnenswerter Mod, weil er halt ja sehr komplexe Sachen hinzufügt. Dieses ganze Handelssystem bewirkt ja auch, dass man nicht nur selber mal die Rohstoffe alle abhacken muss, sondern auch mit anderen Völkern ja, handeln kann und nicht darauf angewiesen ist, alles selber zu holen. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Denke ich, hat sich jeder schon mal gewünscht, wenn er bei diesen NPC-Dörfern war. Ja, genau. Das war's eigentlich schon. Soweit zu diesem Mod. Ich sag nur, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich doch über einen Daumen hoch freuen, wenn alles funktioniert. Und ja, mehr Mod-Tutorials sind wie gesagt auf meinem Kanal. Kannst du dich auch nochmal umgucken, wenn du Minecraft-Fan bist. Und sonst über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Dann kannst du auf dem Laufenden bleiben in Sachen Mod-Installation. Genau, das ist es. Ich sag viel Spaß mit dem Mod und bis zum nächsten Tutorial. Bis dann. Ciao.